Jo, moin, wir machen nochmal weiter mit BGP. Wir haben gestern mit USPF dynamisches Routing veranstaltet. Das ist für innerhalb eines autonomen Systems. Der Thomas hat es eben ja schon erklärt, was eine AS ist. Damit man AS miteinander verbinden kann, spricht man BGP. Ich werde gleich kurz auf die Verwendung eingehen, euch erklären, wie der Zustandsautomat aussieht und für die Adjacency. Denn auch bei BGP muss man explizit Nachbarschaften aufbauen, wie bei USPF auch. Ich werde darauf eingehen, welche Attribute an so einer Route dranhängen. Das sind ein paar mehr als beim USPF. Das ist ein bisschen komplexer. Wie der Routing-Auswahlalgorithmus aussieht, warum und wie man filtert, was es mit der Adjacency Rip-In und der Rip-Out auf sich hat und am Ende noch ein paar Literaturhinweise. So, was ist BGP? BGP ist ein Exterior-Gateway-Protokoll. Gestern haben wir über USPF gesprochen, das ist ein Interior-Gateway-Protokoll, also intern benutzt. BGP wird hauptsächlich für externe Routing-Kommunikation verwendet. Also zwischen Netzwerken, sprich zwischen irgendwelchen Enterprises, Datacentern, Internet-Service-Providern, da wird BGP eingesetzt. Ja, wie funktioniert das? Es gibt eine Art Hello-Protokoll, da wird eine Adjacency geformt, wie bei USPF auch. Sobald so eine Adjacency da ist, tauschen die Router miteinander Network Layer Reachability Informations aus, also NLRI nennt man das. Kurz gesagt, das sind Präfixe. Also wir reden hier nicht davon, dass die ein Abbild haben von dem kompletten Netzwerk, wie bei USPF, sondern wir tauschen hier tatsächlich Routen aus. Also es steht quasi das Präfix 8880/24. Mit diesen Attributen kannst du über mich erreichen. So, das ist das, was die Router miteinander austauschen. Ja, dann läuft der Algorithmus, der selektiert die beste Route für jedes Präfix und dieses Präfix wird in die Routing-Tabelle übernommen und installiert. Und dann ist die Sache auch schon rum. BGP wird über TCP transportiert, über Port 179. Das wäre dann in euren Firewalls, wenn ihr welche konfiguriert, zu berücksichtigen, dass man das aufmacht. Sonst wird das nichts mit dem BGP. Ja, so ein Zustandsautomat. Jetzt habe ich eine Session konfiguriert zwischen zwei Routern. Ich habe mir jetzt einen Upstream-ISP gesucht und möchte mit dem jetzt meine BGP-Session bauen oder ein Peer. Dann konfiguriere ich das und dann geht es erstmal los im Startzustand. Das ist so ein Ding erstmal im Idle. So Idle heißt, der Router hat noch nichts gemacht. Der kann dann dahergehen und so den Connect-Status wechseln. Das bedeutet, er wartet darauf, dass jemand anders sich zu ihm verbindet. Das heißt, er macht den TCP-Port auf und wartet darauf, dass ihm jemand ein SYN-Paket schickt. So, jetzt hat man zwei Enden, A- und B-Router, beide warten. Da passiert natürlich erstmal nichts, wenn beide nur warten. Deswegen gibt es noch den Active State. Das bedeutet, der eine Router, einer von denen, oder beide, kann passieren, dass gleichzeitig passiert, gehen jetzt in den Active State und versuchen, gegenseitig eine Verbindung aufzubauen. Das heißt, schicken sich TCP-SYN-Pakete und sagen so, hey, ich möchte mit dir gerne eine Session aufbauen. Wenn man das hat, dann senden die eine Open-Nachricht. Dafür gibt es einen Open-Send-Status. Da sagen die so, ja, ich bin der und der, ich habe das und das AS. Und da kann auch eine Authentifizierung dranhängen, damit klar ist, wer mit wem überhaupt sprechen möchte. Wenn dann jemand eine Open-Send-Nachricht empfangen hat, kann er eine Open-Confirm-Nachricht schicken. Und wenn das dann mal alles angekommen ist, dann geht es in den endgültigen Zustand, den man haben möchte, das ist der Established-Zustand. Das heißt, wenn ihr eine BGP-Session habt und die ist nicht im Zustand Established, dann wird die nicht funktionieren. Wenn da Active steht, heißt das nicht, dass das gut ist. Wenn das Active ist, dann ist das kaputt. Das ist die erste wichtige Erkenntnis. So, wenn es davon ausgeht, wir haben so eine Session, dann fangen wir an, Routen auszutauschen, also NLRIs. Und an jeder Route hängen so ein paar Attribute dran. Zum Beispiel der Nexthop, der mir halt sagt, okay, dieses Präfix kann ich zu dem Router, den Traffic dafür kann ich da hinschicken. Dafür ist der Nexthop da. Dann gibt es eine Local Preference, eine IS-Fahrt, eine Origin, ein Multi-Exit-Discriminator und Communities. Die gehen wir jetzt alle nach und nach durch und ich erkläre auch dann nach und nach, wofür die verwendet werden. So, der Nexthop, wie ich gerade schon gesagt habe, ich muss erstmal wissen, ja gut, du sagst mir jetzt, dass da irgendwie eine Route ist, 8880/24 oder sowas, aber du sagst mir noch nicht, wo ich das hinschicken kann. Plus, weil ich eine Route von jemandem bekomme, heißt das nicht, dass ich demjenigen auch den Traffic schicken muss. Der kann mir sagen, ja, also ich bin der Router A, ich schicke dir die Route, aber den Traffic schickst du bitte nach B. Verwendungszweck sind da solche Konstrukte wie die Route-Server an den Internet-Exchange, das wo der Thomas eben darauf hingewiesen hat, weil der Traffic, den man da austauscht, der sollte nicht durch den Route-Server gehen. Der Route-Server soll die Routing-Informationen weiterleiten, aber nicht den Nutztraffic. Das heißt, der Route-Server würde dann sagen, ja, also
ich bin der Routserver A und hier der Peer Z, der hat mir das Präfix geschickt und seine IP-Adresse ist so und so. Deswegen ist der Next-Hop auch dieser Peer Z, der da an diesem Internet-Exchange angeschlossen ist. So eine Route, der Next-Hop, der muss nicht unbedingt lokal an meinem Connected-Interface angeschlossen sein. Diese Route, dieser Next-Hop, den ich bekomme, der kann auch nur auflösbar sein über eine andere Route, die ich bereits habe, zum Beispiel über OSPF. Sprich, der Next-Hop kann auf irgendeinem Interface, auf irgendeinem entfernten Router liegen, innerhalb meines ISS. Das ist ein Unterschied zu dem statischen Routing, was wir gestern gemacht haben. Im statischen Routing gestern war der Knackpunkt, dass ihr den Next-Hop immer auf die IP-Adresse des nächsten Nachbarn auf dem Weg setzen musstet. Das ist hier anders. Der Next-Hop kann auch indirekt sein. Das heißt, ihr dürftet da hingehen und sagen, okay, ich habe den Router unten links und der Router oben rechts ist mein Next-Hop. Dann könnt ihr eben seine Loopback-Adresse als Next-Hop verwenden und das funktioniert. Weil darunter das OSPF benutzt wird, um herauszufinden, wie ich denn diesen Next-Hop erreiche. Das ist ein ganz signifikanter Unterschied. Ja, was passiert, wenn ich den Next-Hop nicht auflösen kann? Ich habe keine Route zum Next-Hop, dann kann ich die Route nicht verwenden. Dann fällt die raus aus der Routing-Entscheidung. Die wird niemals installiert werden. Das ist das erste Kriterium, was geprüft wird, wenn eine Route mich erreicht. Kann ich den Next-Hop erreichen? Ja oder nein? Habe ich eine Route dahin? Wenn ich keine Route habe, kann ich die Route nicht verwenden. Also die Route, die mir geschickt worden ist, kann ich da nicht verwenden. Dann ist das Ding raus. Gehen wir davon aus, der Next-Hop ist erreichbar. Wir wissen, wie wir da hinkommen. Dann gibt es einen Wert LocalPref, den kann man setzen an so einer Route. Das ist unser zweites Kriterium, um zu entscheiden, wo kann ich langrouten. Der wird hauptsächlich verwendet, um eine Priorität meiner Peerings oder BGP-Sessions zu konfigurieren. Das heißt zum Beispiel, ich habe jetzt Thomas hat darauf hingewiesen, es gibt drei verschiedene Arten von Interconnections, die man bauen kann. Es gibt Transits, es gibt Peerings und es gibt Kunden-Connections. Und typischerweise werde ich von meinem Kunden natürlich dafür bezahlt, wenn ich ihm Traffic schicke. Das heißt, wo werde ich meinen Traffic am allerliebsten los? Natürlich bei meinem Kunden. Das heißt, mein Kunde kriegt eine richtig hohe LocalPref, denn je höher der LocalPref-Wert ist, umso höher ist die Bevorzugung von den Routen, die ich von ihm bekomme. Das heißt, nach Möglichkeit werde ich dann versuchen, all meinen Traffic da abzukippen. Zweite Stufe wären dann die Peerings, denn da zahle ich immer noch so gut wie nichts für meinen Traffic. Was ich da loswerden kann, möchte ich da loswerden. Und zu guter Letzt, was ich da nicht loswerden konnte, das kippe ich an Transit. Konkret im Freifunk Rheinland Backbone haben wir diese Werte konfiguriert. So jede Community bekommt eine Local Preference von 10.000. Das heißt, alles, was wir direkt an eine Community raussenden können, das schicken wir auch direkt an eine Community raus. Das geht nicht an Peering oder an Transit, sondern es geht direkt zu euch. Jedes Peering hat einen Local Pref von 1.000. Das ist so die zweite Option, wo wir das loswerden wollen. Und zu allerletzt so Transit. Wir zahlen da zwar nicht unbedingt Geld für, aber wir bekommen auch nicht unendlich viel von. Wir wollen die halt auch schon behandeln und deswegen wird der Transit natürlich als allerletztes behandelt. Ja, der Standardwert ist 100. Der Wertebereich liegt zwischen 0 und 4,3 Milliarden ungefähr, also ein 32-Bit-Wert. Der ist immer nur gültig innerhalb eines ISS, der wird nicht mit der Route mit nach außen announced. Das ist nichts, was der Peer mir mitteilt. Das ist was ich selber intern setze, wenn ich eine Route empfange. Wenn ich nicht setze, habe ich einen Standardwert 100 auf der Route. Ja, und es gilt, ein höherer Wert ist ein besserer Wert. Wenn ich jetzt mehrere Routen habe, also ich habe dieselbe Route, aber mehrere Quellen, also drei verschiedene Peerings senden mir ein bestimmtes Präfix, 8880/24 zum Beispiel, dann habe ich jetzt bei allen den gleichen LocalPref, dann kann ich mir auch nicht entscheiden, welchen nehme ich denn jetzt davon. Jetzt kommt der AS-Pfad. Der AS-Pfad ist die Liste aller autonomen Systeme, die meine Route durchwandert hat, auf dem Weg, bis diese Routing-Information mich erreicht hat. Es kann zum Beispiel so aussehen wie das hier. Das wäre jetzt ein Pfad von meinem AS über AirBone, über EPHH zu den Hamburger Freifunkern. Das ist in der Tat eine Route, die so auch schon beim Freifunk Rheinland angekommen ist. Ein kürzerer AS-Pfad ist immer ein besserer AS-Pfad. Der AS-Pfad sagt nicht aus, wie viele Router auf dem Weg liegen oder wie viel Bandbreite ich da habe. Der sagt nur aus, wie viele ASe liegen dazwischen. Im Optimalfall besteht ein so ein AS aus genau einem Router für mich und hat viel Bandbreite dazwischen. Das kann aber auch sein, dass da ganz viele Router sind mit ganz wackeligen Verbindungen, wo irgendwo ein Link zwischen ist, der nur 20 Megabit hat. Das berücksichtigt BGP nicht. Das muss ich selber wegingenieren, manuell.
mich herausfinde, dass das lahm ist und ich woanders lang möchte, und dann muss ich mein Routing halt ändern, indem ich die Local Pref ändere oder dergleichen mehr und das woanders hinschicke. Ja, man kann Path Prepending veranstalten. Das bedeutet, dass dieselbe AS-Nummer hier mehrfach im AS-Pfad auftaucht. Warum mache ich das? Das mache ich deswegen, weil ich vielleicht weniger Traffic auf einem bestimmten Pfad empfangen möchte. Ich möchte zum Beispiel gerne viel Traffic von meinen Peerings empfangen und wenig Traffic von meinen Transits. Irgendwer da draußen sieht jetzt diesen AS-Pfad. Wenn ich ihn jetzt lang mache über meine Transits, dann erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass der Weg über ein Peering kürzer ist und ich da den Traffic reinbekomme und ich dafür nichts bezahlen muss. Oder ich habe mit einem demselben Peer zwei BGP-Sessions und ich möchte, dass er mir den Traffic unbedingt in einer Location reinkippt und nicht in der anderen. Dann mache ich ein Path-Prepending beim einen und bei dem anderen nicht. Und da, wo der kürzere AS-Pfad ist, da sollte der Traffic dann hoffentlich auch ankommen. Dafür kann man sowas verwenden. Der AS-Pfad dient außerdem der Verhinderung von Schleifen beim Routing. Das heißt, so eine Routing-Information, die würde ja quasi unendlich im Kreis wandern, wenn ich das nicht irgendwo mal brechen würde. Ich empfange eine Route und dann packe ich mein eigenes AS da rein und dann schicke ich das weiter an all meine Nachbarn, an meine Kunden, und die schicken das wieder an irgendwen und die schicken es wieder an irgendwen, und wann kommt das vielleicht wieder bei mir an? Ja, das erkenne ich aber dann, weil nämlich mein eigenes AS im AS-Pfad enthalten ist, und dann höre ich damit auf, das zu akzeptieren. Sage ich so, nee, das kommt ja schon von mir, das akzeptiere ich nicht wieder. So werden Schleifen im Internet verhindert. Das nächste Attribut, was dann da dran ist, gebe ich davon aus, ich habe jetzt gleich lange AS-Pfade an meinen Routen, die ich da empfangen habe. Dann ist die Frage, wo kommt die Route eigentlich her? Also wie ist die in das BGP reingekommen? Da gibt es drei verschiedene Werte. Da gibt es IGP, EGP und Incomplete. Diese Werte kann man per Routing Policy explizit setzen. Also es sagt nicht unbedingt aus, bloß weil da IGP steht, dass jetzt jemand das aus dem OSPF in das BGP hinein kopiert hat. Das heißt, nur jemand hat diesen Wert da reingesetzt. IGP wird bevorzugt über EGP, wird bevorzugt über Incomplete. Das heißt, typischerweise setzt da eigentlich jeder da draußen, setzt das auf IGP. Das ist die Sache geregelt. Ist aber wichtig, dass man das weiß, denn wenn ich mal vor der Situation stehe und mich frage, warum wird diese eine Route benutzt und nicht die andere, das da ist einer der Tiebreaker. Das muss man dann vergleichen. Warum wird denn jetzt die IGP-Route über die Incomplete-Route verwendet zum Beispiel? Ich könnte damit auch wiederum den Traffic in mein Netz hineinsteuern, indem ich bei der einen Route in die eine Richtung hingehe und sage, ja, ich mache jetzt hier IGP, setze die Route Origin auf IGP und bei dem anderen auf Incomplete. Dann sollte der Traffic eigentlich links rumkommen, wenn der AS-Pfad gleich lang ist, aus der Sicht des anderen ASs. Wird aber nicht so wirklich oft benutzt, weil das ist ein Wert, den man häufig vergisst, wenn man sich so ein paar Routing-Informationen mal anguckt als Network-Engineer. Das ist immer so das Ding, was irgendwie gern unter den Teppich fällt. Also das verwendet eigentlich keiner für Traffic Engineering, nicht so wirklich. Ja, da gibt es noch die MED, der Multi-Exit Discriminator. Der tut genau das, was der Name sagt. Er unterscheidet mehrere Exits aus demselben AS. Das heißt, der wird per se erstmal nur verwendet, wenn ich mehrere Peerings mit einem und demselben AS habe. Das ist auch wieder ein 32-Bit-Wert. Hier gilt, höherer Wert ist schlechterer Wert, das heißt, je kleiner die MED ist, umso besser. Die wird auch nicht über AS hinaus announced. Das ist auch wieder ein Wert, den ich nur an meinen Nachbarn weitergebe und der resettet das normalerweise. Sprich, wenn A das an B setzt, diese MED an einer Route, und B gibt das an irgendwen weiter, dann ist diese MED weg. Den Wert sieht er da nicht mehr. Das ist nur, um zu regeln, wo soll mein Nachbar mir den Traffic reinkippen? Auf welchem Interface möchte ich den haben? Jetzt ist das Ding, gut, da kann ja jetzt jemand anders steuern, wo ich meinen Traffic lang sende. Das will ich vielleicht gar nicht. Weil, ich sage jetzt mal, ich habe zwei Peerings, Frankfurt, Berlin, meine Server stehen in Frankfurt. Natürlich möchte ich meinem Peer den Traffic wo geben? In Frankfurt, weil da muss ich nicht nach Berlin karren und mir eine Leitung kaufen. Aber da kommt der Peer her und sagt, ja, ich möchte den Traffic aber in Berlin haben, weil da sind meine Kunden und da muss ich mir keine Leitung nach Frankfurt kaufen. Ja gut, aber wir peeren ja in Frankfurt und ich möchte das ja in Frankfurt loswerden, weil wir peeren da ja. Also mache ich was? Ich überschreibe die MED und sagt dir so, ja okay, du sagst mir zwar, dass da die Metrik so und so ist, also die MED, aber das interessiert mich einfach nicht. Ist mir egal. Du kannst mir jetzt sagen, dass du ein Traffic in Berlin willst, ich gebe das trotzdem in Frankfurt ab. Einige AS machen das, unter anderem der Freifunk Rheinland.
Google macht das auch. Das ist eigentlich Best Practice. Damit könntet ihr theoretisch steuern, wo der Freifunk Rheinland euch den Traffic abkippt. Aber das wollen wir nicht, weil ihr sollt eigentlich später mal irgendwann, wenn wir das Skript fertig haben, 6 Tunnel haben. Sprich, von jedem Router, den wir haben, sollt ihr einen Tunnel zu jeder eurer Supernode haben, damit wir den Traffic niemals, wenn der in Berlin ankommt, wieder nach Düsseldorf schieben müssen, weil eure Supernode gerade in Düsseldorf konnektiert ist und ihr da die bessere MED announced habt. So. Wollen wir nicht. Deswegen überschreiben wir diesen Wert. Der ist übrigens optional. Also nicht jede Route hat eine MED. Wenn keine da ist, dann gilt die MED 0. Es gibt halt keine. Dann gibt es noch Communities. Ja, was ist eine Community? Das ist ein numerisches Attribut, was erstmal keine Bedeutung hat, quasi. Das ist einfach so, ja, ich kann da mal so einen Wert dran tackern an eine Route und sagen, ja, die kann ich jetzt identifizieren. Die lerne ich in Frankfurt und die kommt jetzt irgendwie in Berlin an, intern, über IBGP, da spreche ich nachher noch drüber. Und vielleicht möchte ich die aber in Berlin gar nicht bevorzugen, weil ich die in Frankfurt gelernt habe und meine Kapazität nach Frankfurt voll teuer ist. Aber wie erkenne ich denn jetzt, dass die Route aus Frankfurt kam? Na gut, ich gehe in Frankfurt einfach hin und sage so, ja, der Wert 1, 2, 3, 4 heißt, das war in Frankfurt gelernt und dann packe ich das damit dran. Und dann kann ich einen Filter bauen in Berlin, der sagt, ja gut, wenn da der Wert 1, 2, 3, 4 dran hängt, dann setze ich die Local Pref runter auf einen ganz niedrigen Wert und dann wird die Route auch nicht mehr benutzt. So einfach ist das. Wir haben so ein Konzept. Wir haben zum Beispiel diesen Community-Wert hier. Das bedeutet, wir haben die Route in Düsseldorf gelernt. Der 194er, das ist Frankfurt, 195er ist Berlin und 200 bedeutet so, ja, das ist eine globale Route. Das heißt, die wollen wir nicht nur lokal benutzen in der Metro, wo wir die gelernt haben, sondern im kompletten Netz. Das heißt, da sind wir bereit, diesen Traffic auch quer durch unser eigenes Netz zu schieben. Das machen wir zum Beispiel dann, wenn wir ein Peering haben in einer Stadt, und zwar nur in einer Stadt, und wir das für so wichtig halten, dieses Peering, dass wir bereit sind, unseren Backbone-Link damit voll zu stopfen. Zum Beispiel Net Cologne, die peeren wir nur am E6 in Düsseldorf. Und wir wollen halt, wenn wir Traffic in Berlin haben für Net Cologne, wollen wir den nicht in Berlin an Transit geben und dann an Net Cologne, sondern wir transportieren den selber bis nach Düsseldorf und geben es dann da ab. Da gibt es auch sogenannte Wellnode-Communities. Das sind diese beiden hier hauptsächlich. Ich kann da was dranhängen und sagen, ja, ich announce das zwar an meinen Peer, aber der soll das an niemanden weitergeben. Das heißt, wenn der selber Traffic hat, dann darf der mir den schicken. Aber er darf niemandem davon erzählen, dass ich ihm die Route geschickt habe. Das nennt man No Export. Dann gibt es auch No Advertise. Das heißt, ich sage meinem Nachbarrouter von meinem Upstream ISP oder meinem Peer oder wem auch immer, teile ich diese Route mit und packe die No Advertise Community dran. Das heißt, dieser eine Router, der darf das lernen, aber er darf das nicht mal an seine internen Router in seinem AS weitergeben. Wann ist das sinnvoll? Fragwürdig. Also im Internet brauchst du es typischerweise nicht. Wenn du jetzt mehrere Reise betreibst, die dir gehören und du hast irgendwie bestimmte Server an genau diesem einen Router direkt dranhängen und du willst diesen Traffic haben, aber keinen anderen Traffic aus dem Netz dahinter, dann könntest du diese No-Advertise-Regel setzen. Dann würden diese Server, die an diesem einen Nachbarrouter hängen, dir den Traffic senden, aber eben keine anderen, die da irgendwo hinterhängen. Dafür könntest du das verwenden. Ja, wie läuft diese Routenauswahl? Ich bin gerade so ein bisschen durchgegangen. Also die erste Frage ist immer, ist der Next-Hop erreichbar? Wenn er nicht erreichbar ist, dann fällt die Route schon mal weg, dann kann ich die eh nicht benutzen. Dann stellt sich als nächstes die Frage, jetzt bekomme ich einen Präfix von mehreren Quellen. Ja, wo habe ich den höchsten Local-Pref konfiguriert? Meinen Kunden bevorzuge ich über einen Transit, über einen Peering. Ein Peering bevorzuge ich über einen Transit. Und oft habe ich dann schon eine Entscheidung gefällt und weiß, wo ich lang will. Jetzt habe ich aber vielleicht mehrere Peerings, die mir alle das gleiche Präfix irgendwie schicken, warum auch immer. Dann stellt sich die Frage, welches NLRI, was ich empfangen habe, hat denn jetzt hier den kürzesten AS-Pfad? Wenn da immer noch kein eindeutiges Ergebnis rauskommt, dann überprüfe ich, wer hat denn hier den kleinsten Origin-Wert gesetzt. Wenn der jetzt immer noch gleich ist, was zu vermuten ist, weil das Ding wahrscheinlich aus derselben Quelle kommt und eine verschiedene Pfade durchs Internet genommen hat, dann stellt sich die Frage, ja, kommt das vom selben Nachbar AS? Wenn ich also schon runter bin auf ein AS, wie das mich entschieden habe, dann stellt sich die Frage, ja, welches Advertisement hier hat denn jetzt hier die kleinste MED? Aber das interessiert mich normalerweise nicht, wie ich gerade gesagt habe. Ich resette das persönlich gerne.
Wenn ich dann immer noch keine Entscheidung habe, dann gucke ich mir an, ja, welche von dem Nachbarn von mir das bekommt, hat denn die kleinste Router-ID. Jetzt kann ich aber mehrere BGP-Sessions haben mit einem und demselben zwischen genau zwei Routern. Weil ich zwei Kabel habe, mit zweimal IP drauf und dann habe ich einmal hier eine BGP-Session und da eine BGP-Session zwischen A und B. Das heißt, die Router-ID ist ja dann an beiden Peerings gleich und damit kann ich immer noch keine Entscheidung treffen. Da bleibt nur noch ein Kriterium über, nämlich was mit der Nachbar-IP-Adresse. Ich habe wahrscheinlich nicht die gleichen IP-Adressen auf beiden Links. Einer von den beiden hat das niedrigere Subnet und das Peering gewinnt dann. Da schicke ich den Traffic raus. Wenn ich das dann habe, dann installiere ich mir das in meine Routing-Tabelle und dann geht es weiter. Ja, jetzt bekomme ich Routen, aber es gibt ja Routen, die möchte ich vielleicht gar nicht haben. Oder die sollen nicht unverändert akzeptiert werden, weil ich zum Beispiel die MED überschreiben möchte oder weil ich den Local Pref setzen möchte. Dafür brauche ich einen Filter. Auch nicht jede Route soll gesendet werden. Wieso habe ich denn MED setzen geschrieben? Vergesst den Punkt. Aber Path Prepending möchte ich vielleicht machen. Ich möchte nur eine Route announcen in eine Richtung und da möchte ich den Denies-Pfad künstlich verlängern, weil ich den Traffic da eigentlich nicht haben möchte, das ist nur ein Backup-Link. Aber über den anderen möchte ich das schon haben, da prepende ich dann halt nicht. Dafür brauche ich mir Routing-Filter. Ja, wie gerade gesagt, nicht alles möchte ich akzeptieren. Hier sind mal so ein paar Sachen, die man nicht akzeptieren möchte auf irgendeiner BGP-Sitzung im Internet. Den eigenen Adressbereich möchte ich natürlich nicht von irgendwem announced haben, mir gegenüber. Ja, das ist meins und da soll mir nicht irgendwer erzählen, dass ich das über den abwickeln soll. Der wird dann zum Ende in the Middle bei meinem eigenen Traffic zwischen meinen eigenen Maschinen. Ich hatte ja nicht meinen eigenen Traffic über ein externes Netz, soll das? Unsinn. EFC 1918, private IP-Adressen werden im Internet nicht geroutet. Wenn die jemand announced, also es geht technisch, dann laufe ich halt auch Gefahr, dass da die IP-Adressen, die ich intern in meinem Netz verwende, dass ich da den Traffic auf einmal nach außen jage und irgendwer da was mitsniffen kann. Deswegen möchte ich auch das ausfiltern. RFC 6598, das sind auch keine eindeutigen IP-Adressen, das ist ein Spezialbereich für Transitioning-Netze, wo NAT gefahren wird, providerseitig. Das sind auch Netze, die ich nicht haben will. Multicast, die haben wir natürlich nicht Unicast geroutet, kann man auch wegpacken. Reservierte IP-Bereiche, die Default-Route möchte ich typischerweise nicht haben. Ihr wollt das wahrscheinlich schon, weil wir vom Freifunk Rheinland Backbone euch normalerweise keine Full-Table schicken, sondern wir schicken euch eine Default-Route und dann wollt ihr die nicht ausfiltern. Eigentlich wollt ihr einen Filter haben, der nur die Default-Route akzeptiert. Ja, die Loopback-Range 127/8, das wird im Internet nicht benutzt, das kann man auch rausfiltern. Und Dinge, die für irgendwelche Dokumentationen reserviert sind, die Subnetze da, das kann auch alles weg, das braucht man nicht. Ja, was möchte ich denn rausschicken? Ja, ich möchte im Grunde erstmal nichts rausschicken, was ich nicht selber empfangen möchte. Das ist mal ganz wichtig. Also sorgt dafür, dass ihr bitte kein EFC 1918 irgendwie uns gegenüber announced oder irgendwem anders gegenüber. Macht das niemals. Ihr wollt dann eigentlich, also mit der einen Ausnahme, ihr wollt natürlich auch einen eigenen Adressbereich announcen. Ja, also die Liste, die da gerade war, da war euer eigener Adressbereich ja gelistet. Bei dem, was ihr rausschickt an jemanden, also euer eigener Adressbereich soll da natürlich sein. Und normalerweise soll auch nur euer eigener Adressbereich sein. Wenn ihr selber noch Netze hinter euch habt, Kunden, die wollt ihr auch upstream announcen zu euren Peerings und Transits, weil sonst sind eure Kunden nicht erreichbar. Gegenüber euren Kunden, ja, entweder wollt ihr den Full Table schicken, weil die alles von euch haben wollen, dann macht ihr das. Oder ihr schickt eine Default Route. Das ist, was wir typischerweise mit euch machen. Ja, das sind eigentlich so die Grundlagen zu BGP. Wir machen gleich ein bisschen Praxis dazu im Lab. Es gibt da zwei ISPs, mit denen ihr peeren werdet. Der Router 1 geht an ISP A, der Router 2 geht an ISP B. Ich hoffe, das funktioniert gleich. Der Max soll gerade noch ein bisschen dran rumfummeln. Hier so ein paar Literaturhinweise. Wer sich weiter mit BGP beschäftigen möchte, es ist nicht nur dieses eine RFC, es gibt einen ganzen Haufen RFCs dazu. Der Standard ist wirklich groß. Es gibt noch viel mehr Anwendungsmöglichkeiten als nur den Austausch von Routing-Informationen zum Internet. Wer da mehr darüber erfahren möchte, kann mich ja mal ansprechen. Dieses Buch Building Reliable Networks with Border Gateway Protocol von 2002 von Ilyich von Wainum, damit habe ich es persönlich gelernt. Das ist ein relativ kurzes Buch, es hat nur so 180 Seiten ungefähr. Da ist auch mal alles so das Essentielle eigentlich drin erklärt, wie man so ein Providernetz betreibt.
Wenn es dann mehr an Details geht, da würde ich dann BGP Design Implementation empfehlen. Routing Internet habe ich gestern schon darauf hingewiesen. Da gibt es mal so einen kompletten Überblick, wie es Routing im Internet denn so läuft. Ja, gibt es Fragen? Ja, die Folien gibt es später bestimmt, ja. Mikrofon engeln. Wenn jetzt irgendwo eine neue Route hinzugefügt wird von irgendwem, wie lange dauert das, bis alle anderen diese eine Route auch kennen? Typischerweise dort ist das was im Bereich von Sekunden. Das heißt, gestern bei diesem OSPF hatten wir auch, da hattest du uns so ein Live-Intervall quasi angegeben. Das lag irgendwie bei 40 Sekunden. Und du hattest gesagt, ich glaube, das stellt dir dann runter auf 2. Gibt es sowas bei BGP auch? Oder wird das einfach immer, wenn es eine Änderung gibt, wird die announced? Die Änderung, also auch bei OSPF, wenn es wo ich das darauf hingewiesen habe, dieser Hello-Timer, der Dead-Timer, ist nur dafür da, um die Adjacency zu steuern. Ist nicht dafür da, um zu steuern, zu erkennen, dass ein Link down gegangen ist. Wenn der Link irgendwo down geht, wird das sofort propagiert bei OSPF. Und das konvergiert typischerweise in weniger als 200 Millisekunden. Okay. So. Auch bei BGP, wenn eine Route verschwindet aus meiner Routing-Tabelle, dann teile ich meinen Nachbarn mit, dann schicke ich denen eine sogenannte Withdraw-Message und sage denen, dieses Präfix, was ich dir vorher announced habe, das habe ich nicht mehr. Entferne das bitte aus deiner Routing-Tabelle und sag das allen anderen, dass ich das nicht mehr habe. So Pfade können lang sein, da können viele, viele Router zwischenliegen, deswegen kann so ein Withdraw, bis das global durch ist, auf allen Routern weltweit, kann das mal im Bereich von Sekunden liegen. Mitunter vielleicht auch bis hin zu Minuten, aber typischerweise so, was man so beobachtet, in ein paar Sekunden ist das weg, wenn du das wegkonfigurierst. Oder wenn das verschwindet, weil das aus deiner Routing-Tabelle verschwunden ist. Das passiert in Sekunden. Und was die Adjacency angeht, ja, es gibt auch da einen Timer, einen Keep-Alive-Timer. Das ist aber nicht so strikt wie bei OSPF. Bei OSPF muss ja an beiden Enden der Hello- und Dead-Timer müssen übereinstimmen. Sonst kommt die Adjacency nicht zustande. Das ist hier anders. Bei BGP gibt es einen Keep-Alive-Timer. Der steht typischerweise auf 60 Sekunden. Und der Timeout steht auf 180 Sekunden. Sprich, das viel länger. Aber wenn er nicht übereinstimmt, dann wird der kürzere Wert genommen, der kleinere Wert. Sprich, wenn da einer ist, der sagt so, ja, mein Keep-Alive-Timeout ist 3 Sekunden und mein Hello-Intervall ist quasi 1 Sekunde, dann machen das beide Seiten so. Da wird sich darauf geeinigt. Ja, gibt es noch Fragen hier für die Leute, die im Stream zuschauen? Weise ich nochmal darauf hin, IAC Hackint, Channel Routing Days. Ja, Frage zu MED und Path Prepending. Ist das nicht, also ist das der Effekt von beiden dasselbe am Ende? Also kann ich auch meine Peers dazu bewegen, über das Path Prepending mir Traffic über eine bestimmte Richtung zu schicken? Und warum ist das okay und MED nicht okay? Oder ist da ein Unterschied vom Effekt her? Du kannst, wenn du das wenn du dein Nachbarpeer betrachtest, dann kannst du MED und als Path Prepending natürlich gleichermaßen verwenden, was denselben Effekt. Wenn ich dir die MED überschreibe, dann kannst du dich hingehen und sagen, ja gut, dann verlängere ich da jetzt auf der einen Link in der S-Fahrt und dann wirst du halt den anderen benutzen, ja, dann hast du gewonnen. Ich kann aber auch hingehen und sagen, ja, dein S-Path-Repending interessiert mich nicht. Das macht man typischerweise aber nicht. Also die MED, habe ich ja gerade gesagt, die endet von ihrer Bedeutung nach bei meinem Nachbarn. Das heißt, der teilt seinen Nachbarn nicht mit, wie die MED war, sein Nachbar Eisen. Der AS-Pfad, wenn er aber prepended ist, dann bleibt er prepended. Das heißt, wenn ich nur von meinem Nachbar AS steuern möchte, wo der seinen Traffic reingibt, dann kann ich die MED verwenden dafür oder AS-Path-Prepending. Wenn ich aber steuern möchte, dass ich überhaupt über ein bestimmtes AS weniger Traffic reinbekomme, dann muss ich Path-Prepending machen, dann wird mir die MED nicht helfen, wenn die Quelle nicht in dem Nachbar AS ist, was wahrscheinlich nicht der Fall ist. Kurze Nachfrage, vielleicht habe ich es nicht ganz mitgekriegt. Du meintest, mit dem AS-Prepending könnte ich das genauso steuern zwischen zwei ASen.
Aber dann hattest du gesagt, das ist aber transitiv, das heißt, er muss das dann ja durchgeben, wenn er es dann die Route wieder weitergibt. Die Eisfahrt, ja. Die MED ist nicht transitiv, aber der Eispass natürlich schon. Genau. Aber in dem Routing-Algorithmus stand doch, dass irgendwie nach der Erreichbarkeit des Next-Hops dann die Länge des AS-Pass das nächste ist. Und müssen sich nicht alle an diesen Algorithmus halten? Also an den Entscheidungsalgorithmus, dass der AS-Pass dann das nächste ist? Das heißt, wenn ich ihm irgendwie einen längeren schicke, dann muss er den kürzeren nehmen. Der Standard sagt das so, ja. Trotzdem kann man das so konfigurieren, dass das nicht passiert. Okay. Ich darf das nicht, also was ich nicht tun darf, ist, ich darf nicht hingehen und dein AS-Path-Prepending wegnehmen und dann weiter announcen, verändert. Das kann ich nicht machen. Ich kann aber hingehen und sagen, für mich persönlich interessiert das nicht, ob ich den Traffic daraus schicke oder daraus schicke, aufgrund des AS-Path-Prepending. Ich sage einfach, okay, für meine Routing-Entscheidung existiert dein Path-Prepending nicht. Wenn ich aber die Route weiterschicke an jemand anderen, dann ist dein Path-Prepending immer noch da. Weil sonst laufe ich Gefahr, dass ich Schleifen erzeuge unter Umständen. Guten Morgen. Aus dem IRC erreicht uns die Frage von Paradox. Auf mindestens einer Folie stand eBGP, auf anderen BGP. Wo liegt der Unterschied? Von eBGP spricht man, wenn das eine BGP-Session zwischen zwei verschiedenen Eisen ist. Von iBGP spricht man, wenn das eine BGP-Session ist, wo an beiden Enden dieselbe IS-Nummer ist, also innerhalb meines Netzes. Da gibt es gleich noch eine Session zu nach dem Lab. Da zeige ich noch, was iBGP ist und wie man das verwendet. Und das ist eigentlich der hauptsächliche Unterschied. Die Art der Routenverbreitung ist auch ein bisschen anders. Das hier ist das, was ich alles da erzählt habe, gilt erstmal jetzt nur für eBGP. Nochmal ganz zurück am Anfang zu der Next-Hop-Geschichte. Da hattest du ja gesagt, irgendwie, ja, man kann dann auch irgendwie über OSPF löst man dann halt den Next-Hop auf und dann wird das dann halt da lang geschickt. Aber wenn ich da jetzt in größerem Umfang halt irgendwie Routen bekomme, dann halt mit dem anderen Next-Hop und ich schicke die dann durch meinen IGP durch, also durch meinen AS durch, ne, mithilfe des IGP, dann müssen die Pakete ja irgendwie von den Routern dazwischen ja auch irgendwie richtig weitergeleitet werden. Das heißt, woher wissen die denn jetzt, wohin das da irgendwie muss? Richten die sich dann auch nur nach dem Next-Hop, aber der steht ja in den Datenpaketen nicht drin oder keine Ahnung, oder wie funktioniert denn das dann? Guter Punkt. Also wenn du hast jetzt einen Router, der macht eine BGP-Session, wie kommt das da an? Und dazwischen sind ein Haufen Router und die haben jetzt diese Routen nicht. Die irgendwie auf dem Weg, also für den Router, die auf dem Weg liegen, gibt es diese Routen nicht, die du eigentlich brauchst, um das Paket zu forwarden, dann würden die ja geblackholt werden. Deswegen machst du iBGP typischerweise und hast auf allen Routern auch eine volle Routing-Tabelle und die wissen auch mal, wo es lang geht. Das heißt dann irgendwie, dass mit dem OSPF war ein Fake? Nee, keineswegs. Du brauchst iBGP in deinem Netz, da komme ich gleich auch drüber dazu in der nächsten Session. Und damit das iBGP sich überhaupt gegenseitig erreichen kann, unten drunter, dafür brauchst du ein OSPF immer noch. Also man macht dann praktisch irgendwie zwischen zwei Routern sowohl OSPF als auch iBGP. Genau, aber du machst das iBGP nicht nur zwischen direkt benachbarten Routern, sondern zwischen allen. Ein Full Mesh. Jeder Router in deinem Netz spricht iBGP mit jedem anderen Router. Aber warum das so ist, da komme ich in der nächsten Session zu. Okay. Vielleicht noch mal eine Anmerkung zu den Filtern. Man sollte ja RFC 1918 filtern. Das sollte man aber nicht nur mit den Routeninformationen tun, sondern das sollte man auch mit konkreten Paketen tun, die einen erreichen. Oh ja. Nur, dass man keine Routen akzeptiert, heißt nicht, dass jemand einem keine Pakete schickt, die an RFC 1918 adressiert sind. Das heißt, man sollte tunlichst beides tun, ja. Ja, böse Peers können natürlich auch hingehen und sagen, ja, du schickst mir die Route nicht, dann setze ich halt eine statische Route. Geht der Traffic trotzdem darüber. Ach, das bitte nicht. Oder man hat halt eine Default-Route, ja. Auch das geht. Ja, man möchte, also hier kommt die Anmerkung, man möchte seinen ausgehenden Traffic auch bitte filtern. Wenn ihr die Default-Route von uns habt, heißt das nicht, dass wir RFC 1918 adressierte Pakete von euch empfangen wollen.
Ihr könnt da, also setzt da bitte einen IP-Tables-Filter auf euren Router ein, um alles, was nicht, was irgendwie an eine dieser genannten Adressbereiche geht, bitte auszufiltern. Ihr kriegt eine Default-Route, das heißt, was, alles, was euer Router nicht selber kennt, das schickt ihr an die Default-Route, dann bekommen wir eure FC1918-Pakete und dann bei den Backbone hängen unnötigerweise. Das könnt ihr wegfiltern. Das solltet ihr bitte auch tun. Eigentlich solltet ihr einen Source-Filter bauen und sagen, alles, was eine Source-IP, auch was eine Source-IP hat, die nicht der Adressbereich ist, den wir euch zugeteilt haben, das sollt ihr nicht an uns schicken. Wenn da nicht diese Source-IP dran ist, dann wollen wir das Paket nicht haben. Wir haben aktuell noch keinen Filter dafür, aber der kommt. Aufgrund mancher Nachfrage machen wir, wenn wir nachher noch Zeit haben, glaube ich, mal eine Best-Practice-Session, how to connect your Freifunk-Community. Ja. Gibt es noch Fragen? Scheinbar nicht. Das Internet ist auch still. Ja, danke. Ja, ich hatte noch eine Sache, ich habe ja gerade kurz von Internet Exchanges gesprochen. Olli hat jetzt was zu Communities erzählt, die man an so eine Routeninformation dranhängen kann. Also bei Internet Exchanges ist es so, zum Beispiel beim ASICS, die Reibdatenbank enthält ja die Information darüber, welche Route legitim ist, announced zu werden aus einem bestimmten AS. Und der ASICS betreibt Root-Server, wenn man damit peert, bekommt man die Informationen über andere Mitglieder. Und die validieren die Routeninformationen, die einem Peers schicken, gegen die Informationen der RIPE-Datenbank. Und die taggen diese Routen dann mit einer BGP-Community. Das heißt, ich muss das nicht mehr tun, ich muss die nicht mehr validieren gegen die Datenbank, sondern ich kann mich darauf verlassen, dass der ASICS das tut. Und der hängt dann entsprechende Communities an diese Routen dran. Und ich kann anhand der Communities ausfiltern, ob das jetzt ein Announcement ist, was anhand der RIPE-Datenbank legitim ist. Oder ob das ein Announcement ist, was in der RIPE-Datenbank so nicht drinsteht und könnte das dann anhand der Community verwerfen. Ja. Gut. Ja, Philipp wird jetzt noch was Organisatorisches erzählen, glaube ich, ne? Ja, danke Takt erstmal. Applaus. Ja.